Also ich glaube nicht so schlecht, wie es manche berichten, aber auch nicht so gut, wie es eigentlich sein müsste. Also ich glaube, wir haben da eine sehr facettenreiche Diskussion hier im Land, die durchdringt eigentlich alle Bereiche. Die Unternehmen zunächst mal selbst, wie gehen sie selbst mit der digitalen Transformation um? Zweitens, wie ist eigentlich die Perzeption in der Bevölkerung? Da draußen sind Konsumenten, da draußen sind Bürger, die haben ihre Befürchtungen, Ängste und auch ihre Präferenzen. Und drittens natürlich, ich glaube, wir müssen über Regulierung und wir müssen über Rahmenbedingungen sprechen, die ja an Landesgrenzen auch am Ende des Tages nicht Halt machen. In den Unternehmen ist das Thema sehr vielschichtig. Also ich glaube, wir haben sehr viel Innovation im Land. Wir haben eine wachsende Startup-Szene, das trägt dazu bei. Wir haben die großen Unternehmen, auch Technologieunternehmen wie IBM, die das befördern. Aber ich glaube natürlich, ist es gar nicht ein technisches Thema. Es ist ein Wissensthema. Es geht um die Kultur der Menschen, es geht um Geschäftsmodelle. Und je ganzheitlicher wir das eigentlich angehen, umso besser können wir es auch adressieren. Also ich glaube, erstmal müssen wir alle gemeinsam die Bereitschaft haben, Neues auszuprobieren. Und wir brauchen eine Kultur, wo man sich Themen annähert, wo man sie ausprobiert, wo man, was gut ist, sofort schnell skaliert, wo man Dinge, die nicht funktionieren, aber auch bereit ist, sag ich mal, öffentlich wieder wegzunehmen von der Agenda und eine Lernbereitschaft dazu haben, auch eine Fehlertoleranz. Ich glaube, das Thema ist immer mehr eine Plattformdiskussion. Ja? Und wir schaffen mehr und mehr Plattformen, mit denen die Unternehmen, ob klein, ob groß, ob gigantisch, ob weltweit, ob national, einfach mitwachsen können. Wir machen heute unsere Technologie anders konsumierbar. Watson ist heute kein monolithischer, dicker Supercomputer mehr. Das war er mal ganz am Anfang. Heute ist Watson eine über As-a-Service-Dienstleistungen konsumierbare Plattform, die ich sehr spezifisch im Kleinen wie im Großen skalierend entsprechend wahrnehmen kann. Und ich glaube, so wie sich die Marktbedingungen verändert hat, hat sich auch die IBM verändert. Und ich glaube, wir sind ein valider, vertrauensvoller, langjähriger, erfahrener, aber auch innovativer, junger, schneller Player in diesem Markt und ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Ich glaube, es war höchste Zeit und vor der Halle 2 gab es ja auch noch sogar die Halle 1. Die war nur für die eine Woche damals geöffnet. Auch die Zeiten sind natürlich vorbei. Halle 2 war immer noch klassisches Messekonzept. CeBIT 2018 ist wirklich ein Neuanfang und ist ein schon großer Wurf und ich will das mal auch positiv lanzebrechend hier für die Messe auch sagen. Wir haben sehr viel mitkritisiert und gekrittelt in Zeiten, wo das Konzept nicht mehr gangbar war. Man hat jetzt einen Riesenschritt vorwärts gemacht. Natürlich müssen wir auch dieses Jahr schauen, wie wird es angenommen. Es wird sicherlich viele Learnings geben. Für mich und uns als IBM kann ich sagen, die Öffnung hin, um mehr Technologie anfassbar zu machen, transparenter, offener darzustellen, im Workshop-Mode, in Garage-Konzepten, in gemeinsamen Design-Thinking-Workshops, auch wenn sie nur eine Stunde lang sind, das wird angenommen. Und auch das Ökosystem, viel mehr Start-up-Unternehmen, viel mehr Dialog, viel mehr Kontroversität, aber auch ein Stück weit Event-Charakter, das Verbindende zu suchen. Für uns klappt es in diesem Jahr sehr, sehr gut. Ich muss aber auch gestehen, ich bin noch gar nicht richtig rausgekommen hier mit den ganzen Terminen, die wir auf unserem Stand haben. Ich mache mir morgen noch mein eigenes Bild.